Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wie ihr seht, ich habe mich in Schale geworfen. Mein Tarnanzug, den ich mir letzte Woche bestellt habe, ist angekommen. Für manche von euch mache ich mich jetzt wahrscheinlich zum Affen, ist mir aber relativ egal, weil es einfach einen super Vorteil bringt hier draußen. Die Tiere sehen einen wirklich viel schlechter. Ich ziehe gleich noch meine Kapuze an, habe mir auch noch so einen Schlauchschal bestellt in Tarnfarben, damit mein Gesicht nicht so auffällt, weil Hände und Gesicht wirklich das sind, was am häufigsten raussticht. Und ja, heute geht's wieder ins Rehgebiet. Ich versuche anzusitzen, aber es kann natürlich sein, dass sie wieder schon da sind. Und deswegen drehe ich gerade einmal um das Waldstück hier herum, weil der Wind momentan nicht gut kommt. Zum anderen seht ihr vielleicht auch, ihr könnt meine A6300 sehen. Beziehungsweise, das ist gar nicht meine A6300, also jetzt schon. Ich habe sie mir nämlich vor einer Woche auf eBay gekauft, um eine Videokamera fürs Vloggen zu haben und eine Fotokamera zum Fotografieren. Also zweimal A6300, einmal mit dem 17-70 von Tamron F2.8 und hier das 150-600 von Sigma dran. Und damit ist es wesentlich leichter für mich zu filmen. Ich habe hier einen Clip an meinem Rucksack. Der Rucksack ist leider nicht in Tarnfarben, sondern blau. Das ist nicht das Beste, aber da werde ich auch noch gucken, dass ich da eine Lösung für finde. Jetzt aber erstmal ab in den Wald. Jetzt freue ich mich so richtig. Es fängt an zu regnen. Es hat eigentlich schon den ganzen Tag geregnet, aber jetzt waren eigentlich 4 Stunden regenlos angesagt. Darum habe ich mich entschlossen rauszugehen. Eben hat sogar noch die Sonne geschienen, aber tja. Gestern war ich auch 3 Stunden im prallen Regen unterwegs. Eine Plastiktüte um der Kamera war echt nicht schön, aber es ist besser als die ganzen Ferien im Zimmer zu versauern. Und ich bin ja nicht aus Zucker und denke, ein bisschen Regen, ja, schaffe ich schon, muss ich durch. Ich muss jetzt ganz still sein. Es kann sein, dass da vorne schon die Rehe sind. Wenn nicht, dann werde ich mich da in der Nähe ansetzen und hoffen, dass die in naher Zukunft herkommen. Aber ab jetzt Mucksmäuschen still. Ich sitze jetzt hier. Die Rehe sind zum Glück noch nicht da, oder sie haben mich einfach nicht bemerkt, ich weiß es nicht. Ich bleibe auf jeden Fall an dem Spot hier sitzen und hoffe, dass die in der nächsten Zeit hier vorbeikommen. Und dass die Tarnkleidung wirkt und sie mich nicht bemerken. Der Wind kommt sehr gut von der Richtung, wo ich die Rehe erwarte. Das heißt, wittern sollten sie mich auch nicht können und wenn ich Glück habe, kriegen wir das eine oder andere schöne Foto oder Video hin. Etwas Zeit ist vergangen und ich habe irgendwie das Gefühl, hier in dem Spot ist es einfach sehr unpraktisch. Ich bin sozusagen in so einer Art Kuhle und um mich herum ist überall Gestrüpp. Das heißt, wenn ich versuche hier rauszufilmen, habe ich immer Gestrüpp vor der Linse. Und ich habe jetzt da hinten so eine kleine Anhöhung gesehen. Und ich glaube, ich werde versuchen, mich da jetzt anzusitzen. Da habe ich einen besseren Überblick und dann habe ich auch mehr Chancen, glaube ich, eine schöne Aufnahme machen zu können, wenn die Rehe auftauchen. Thank you.
unfassbar schwer, sich zu entscheiden, in welche Richtung ich ansetzen will. Weil hier hinter mir ist die Sicht halt auch richtig, richtig gut. Aber jedes Mal, wenn ich hier war, habe ich die Rehe hier vorne gesehen. Und in die Richtung nur, wenn sie mich bemerkt haben und abgehauen sind. Deshalb habe ich mich entschieden, mich hier auf diese kleine Offenfläche vor mir auszurichten, weil ich die da schon öfter langlaufen habe sehen. Und ja, ich hoffe, dass da eins rauskommt. Jetzt heißt es warten, da bin ich nicht so gut drin. Sitze, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich trotz Tarnkleidung hier oben sehr leicht zu sehen bin. Vor allem, da mein Tarnnetz auch eine komplett andere Farbe hat als mein Tarnanzug. Ja, und da ich mich jetzt eh entschlossen habe, nicht nach hier hinten zu gucken, sondern eher nach da vorne, werde ich, glaube ich, hier unten an den Baum gehen und schauen, dass ich von da ein gutes Sichtfeld habe und trotzdem gut getarnt bleibe. Also noch einmal Positionswechsel. So, endlich gut genug getarnt. Sitze ich hier, habe eine schöne Rückenstütze durch den Baum. Ich sehe schon die Vögel da hinten im Gebüsch kommen immer näher. Ich glaube, das ist echt ein guter Spot und sofern ich keinen Hunger bekomme, kann ich hier auch länger bleiben. Bisher sieht es aber ganz gut aus. Minuten später, es ist sehr windig geworden, hat zwischendrin wieder mal ein bisschen stärker geregnet, jetzt gerade ganz ganz leicht. Es sind ein paar Gimpel vorbeigekommen, die konnte ich gerade gut filmen. Ich habe jetzt zum ersten Mal den Clear Image Zoom von Sony benutzt. Das ist nochmal so eine Art digitaler Zoom, aber besser, keine Ahnung. Ich muss mir mal am PC angucken, wie die Aufnahmen geworden sind. Ihr habt die ja gerade gesehen. Die meisten Aufnahmen von den Gimpeln waren mit dem Clear Image Zoom. Damit habe ich dann sozusagen nochmal zweifach weitere Brennweite. Das heißt, ich komme mit einem 600mm auf APS-C ohnehin schon auf 900 und dann nochmal zweimal mehr 1800mm. Ja, das ist schon mal eine gute Brennweite. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr die Aufnahmen fandet, ob die zu pixelig waren oder ob sie okay sind. Ich habe sie ja selbst noch kaum gesehen. Kommt hier wieder eine Brise. Aber von Rehen noch weit und breit keine Spur. Aber ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Noch ist es hell, noch habe ich keinen Hunger, noch bin ich geduldig. Ich bin gerade
hier vorne zu diesem Baumstumpf gelaufen, um die Kamera da drauf zu stellen, um mich zu filmen, wie ich hier sitze. Und als ich hingelaufen bin, habe ich gemerkt, dass die ganzen Kohlmeisen, die da sitzen, überhaupt nicht wegfliegen und einfach näher an mich rankommen, was halt normalerweise überhaupt nicht passiert. Deswegen schließe ich davon einfach mal, dass die mich nicht als Mensch identifizieren, sondern als laufenden Busch oder sowas in der Art. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall scheint es zu funktionieren. Und deswegen habe ich jetzt auch keinen Bock mehr hier rumzusitzen. Die Rehe sind wahrscheinlich eh noch nicht da. Ich weiß gar nicht, ob sie wiederkommen. Wenn ja, ich verhalte mich auf jeden Fall leise und hoffe, sie vorher zu bemerken. Und gehe jetzt auf jeden Fall mal zu den Vögeln, was näher zu fotografieren. Vielleicht habe ich ja Glück. Thank you.